Hallo zusammen, hier ist der Trill. Es gibt schon wieder einen Real-Life-Vlog für euch. Wobei ganz Real-Life ist es nicht. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen, es ist relativ dunkel hier. Ich bin auf Deutschlands größter LAN-Party, glaube ich, inzwischen schon. Auf der Cactus Leipzig. Hier hat 2017 alles angefangen. Hier habe ich mein Face-Review gegeben, als das damals noch die Dreamhack Leipzig war. Und ihr kriegt wieder einen Mix aus Vlog, was wir so erleben, und den Twitch-Highlight-Clips. Ich zeige euch mal, mit wie vielen Leuten wir hier sind. Insgesamt in dieser ganzen Halle 1900 Gamer am Start und wir sind auch mit mehr Leuten denn je da. Unsere Reihe fängt da vorne an, geht hier komplett durch bis da hinten, wo mein Finger ist. Wir sind 20 bis 25 Leute hier. Team Schweinheim ist da mit Kevin, mir, Freddy, Erik, Fibu. Die Mods haben eine eigene Gruppe mit Crashkit, Domme, Eskadin. Hinten sitzen Max und Marc noch. Franzi ist mit ihrem Squad hier, kompletter Five-Stack. Und die Wankers sind da mit Uplay, Biki, Reluk, Skyrax. Gwen ist auch dabei, also mehr Leute denn je. Wir machen alle beim Counter-Strike 5-on-5 Turnier mit. Ich nehme euch wieder mit. Und morgen früh gibt es noch ein kleines Special, denn das Schweine-Impact ist ja endlich draußen. Hier gibt es sogar einen eigenen Stand auf der Expo noch, wo man das Schwein im Pad und das Schwein im Amstief holen kann. Zeige ich euch morgen auch. Wir gehen jetzt rein in den Stream. Vielleicht kriegt ihr schon die ersten Clips. Wer ist denn direkt neben mir? Neben mir sitzt Freddy, dann Erik, dann Fibu. Und links neben mir, also in der Kamera, wenn die einmal rumschweckt, sitzt Kevin. Also das ist unsere Sitzreihenfolge. Kevin, dann ich, dann Freddy, dann Erik und Fibu da hinten. Wir haben dann natürlich erstmal eine Weile gebraucht, um alles einzurichten und aufzubauen. Und damit alles für den Folgetag, wo auch das CS2-Turnier starten sollte, alles läuft, haben wir uns gedacht, machen wir mal einen kleinen Test-Livestream und gehen zuallererst mal ins Matchmaking rein. Ich weiß, wo er ist. Ich glaube leider, dass er anhat. Ich bin mir jetzt schon sicher. Das bin war nicht mir clean. Nicht sicher. Oh, der gibt aber frech. Oh, je, je. Eieieiei, gehen wir frech. Kevin, der Shit AFK spawnen und wird dich trotzdem töten. Kevin, wenn du noch einen holst. Ja? Okay. Hä? Kevin, du jetzt noch einen holst, dann lutsch ich dich nachher leer. Ja! Jetzt over. Hey, hey, komm lutschen! Hey, komm lutschen! Ich könnte noch mal eine Kamera machen, die noch mal mehr die Halle zeigt hier. Ja, gut. Weil hinter uns ist eine große Freifläche. Was kann man denn noch cool als fünften Screen machen? Ja gut, die steht halt nicht so hoch. Deswegen so eine Überwachungskamera. Ich kann nicht schnell was drin. Kevin da? Keine Dr. Pepper. Oh mein Gott, Kevin hat Kekse. Ich hab Kekse bei Kevin gefunden. Also. Achso, die ist auch zu. Champion Copenhagen 2024. Soll ich auch eins naschen? Das von Uplay. Und ist die Tüte leer. Ich kenne keinen Menschen, der so ein quadratisches Gesicht hat. Das ist so kangaroo. Ich will halt sehen, wie er spinnt noch. Also. Oh, bumm! Jetzt gib es! Jetzt gib es! Ja! Ja, da ist Lukas, komm du! Ja! Bumm, bumm! Und wir machen den Song an. Wo ist er? Halt! Ah! Da war er jetzt gedreht, oder nicht? Naja, da war er da jetzt mal. Ja, ist er da gedreht. Ja, beim Setup lief soweit alles, Ingame natürlich, im Matchmaking nach wie vor nicht. Der Einzige, der schlau genug war, hier die Matchmaking-Lobby zu dodgen, war Fibu aus unserer Truppe. Der hat nämlich mit Marc und Max Dota gespielt, hat also im Grunde eigentlich alles richtig gemacht. Wir haben uns schön 3 Stunden lang umhacken lassen und als Dankeschön dafür hat Fibu nochmal einen kleinen Gruß von Erik bekommen am Ende des Tages. Aber Fibu ist so einfach. Fibu ist so zählt. Luftwerke zu stellen. Komm, Fibu. Man macht aber einen Ballwechsel für Vlog. Ja? Ja? Hallo, der nächste Tag. Wir sind gerade kurz auf der Expo, weil hier ja das Schweine-Impact heute live geht. Ich glaube, ich bin schon vorbeigelaufen. Hier ist der Stand. Wir schauen mal ein bisschen hier rum. Hier kann man wieder schöne Sachen machen, denn die Cactus ist natürlich nicht nur Daddeln und LAN-Bereich, sondern auch ja, Expo mit Ausstellern, die verschiedene Sachen verkaufen, die verschiedene Sachen zeigen. Hier neben mir gibt es zum Beispiel wieder First Person Arena. Das ist eine
First-Person-Brille auf und du kannst dann ein ferngesteuertes Auto fahren. Das gab es letztes Jahr auch schon. Und wir schlendern jetzt hier mal ein bisschen rum, schauen uns das an, bevor es dann später ins Land geht. So, wir sind jetzt hier am Stand und schaut mal, was hier Schönes liegt. Da ist es, das Schwein im Pad. Ich weiß nicht, ob ihr auf der Kamera einen Unterschied erkennen könnt, aber wir haben oben die Speed-Oberfläche, also ganz glatt. Das war die Oberfläche, die wir bei den alten Pads auch immer hatten. Und neu gibt es jetzt die Option mit dem Control-Pad. Ich glaube, man kann es erkennen, das ist deutlich rauer. Also hast ein bisschen mehr Reibung, was aber besser für den Maussensor ist, weil der besser Bewegungen wahrnehmen kann. Ja, bin mir nicht sicher, ob man es so gut erkennen kann. Ich glaube, wenn ich mal so richtig nah rangehe, das ist ganz glatt gewebt, das ist etwas rauer. Kevin und Fibo spielen schon das Raue. Hier vorne haben wir auch noch das schwarze Pad. Also das ist ganz clean schwarz mit dem Logo drauf. Und hier vorne auch nochmal die, oder mal ein Pad, aber hier auch nochmal die Armsleeves. Dann habt ihr die auch nochmal. In 5 verschiedenen Größen, S, M, L, XL, XXL, gibt es jetzt auch alles online im Shop. Und natürlich auch die Variante für Schweinheim Racing. So viele haben wir jetzt hier für die Cactus Leipzig. Online gibt es natürlich noch deutlich mehr. Also wenn ihr Bock habt, schaut mal in die Videobeschreibung schweinehm.com. Da kommt auf die Webseite und da findet ihr auch mehr Infos nochmal zu den Schweinehm-Pads. Und natürlich auch den Armsleeves. Jawohl. So, da seht ihr das nochmal. Ihr kriegt eine VR-Brille auf und fahrt dann hier die ferngesteuerten Autos. So ein kleiner Parcours hier sogar mit Rampen. Vielleicht machen wir es am Sonntag mal. Sollten wir dann schon aus dem Landturnier raus sein, machen wir mal hier ein kleines Race. Das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsbereiche hier. Guck mal, die schönen alten Röhrengeräte. Du kannst hier auf einer Sega spielen. Hier wird auch bei N64 Super Mario gedaddelt. Aber wenn ich mehr Platz hätte, hätte ich auch noch so ein altes Teil rumstehen. Ne? Das ist schon geil. Jetzt sind wir aber auch schon wieder in der LAN-Halle. Schau mal, ein paar Clans machen hier so richtige Aufbauten fertig. Ein paar Leute schlafen dann hier auch vor Ort. Hier gibt es dann so abgetrennt Ruhebereiche, wo du dann deine Matratze hinpflanzen kannst. Hier kann man wirklich ganz gut schlafen. Weil auch wenn es eine Halle mit 1900 Leuten ist, vielleicht hört das im Hintergrund. Hin und wieder schreit mal jemand, aber das geht schon. Ja, jetzt haben wir noch 6-7 Stunden und dann geht es für uns ins LAN-Turnier. Neben dem Counter-Strike-Turnier gab es aber natürlich noch weitere Turniere auf der LAN. Letztes Jahr zum Beispiel das Trackmania Tour und 2-Turnier, wo Fibo und ich gerne dabei gewesen wären. Konnten wir aber nicht, weil sich das mit dem Counter-Strike-Turnier überschnitten hat. Wir hatten das Trackmania dieses Jahr dann irgendwann aus dem Auge verloren, weil das nur noch ein One-on-One-Format war. Und hatten dann ja, uns die Maps nicht mehr angesehen, bis dann an diesem Tag erst ein Teilnehmer des Trackmania-Turniers kam und sagte, dass es diesmal nur 4 Maps sind, die aber relativ leicht und schnell zu lernen sind. Alle so 40 bis 50 Sekunden lang. Und da hatten Fibo und ich gesagt, ey, letztes Jahr hätten wir safe ein Podium schaffen können im Tour-on-Two-Format. Lasst uns wenigstens mal die neuen Maps angucken und was soll ich euch sagen, der Mapper Rob-Server, der hier die 4 Maps gebaut hat, hat ganze Arbeit geleistet, wirklich extrem geile Competitive Maps. Nicht zu schwer, letztes Jahr waren die extrem schwer, die Maps, die waren wirklich deutlich besser dieses Jahr und eine sogar uns gewidmet, die hieß nämlich Cactus Impotent vor dem PC. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wir waren auf dem Cover der Süddeutschen Zeitung zu dem Artikel Impotent vor dem PC mit einem eigenen Foto von der Gamescom-LAN noch. Und spätestens dann stand fest, okay, wenn wir schon eine Map quasi nach uns benannt haben, müssen wir da auch mitmachen und haben die ersten Stunden an dem Freitag dann hier ins Trackmania-Training reingesteckt, Fibo und ich. So, es ist endlich soweit. Freitag 20 Uhr, Stream läuft. Wir gehen jetzt ins LAN-Turnier rein und pünktlich jetzt gerade kam eine kleine Lieferung. Wir schauen mal kurz rein. Ui, sehr geil. Okay, haben wir hier noch mehr drin? Schatzsuche. Und noch ein schönes Tray. Und davon noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Wir machen gleich mal ein Türmchen und machen noch mal, zeigen euch noch mal, wie viel das ist. Vielen, vielen Dank an Dr. Pepper natürlich. Das ist krass. Was passiert? Ja. Nein, der Dr. Pepper-Turm. Das Foto. Man sieht gar nichts, es ist viel zu dunkel. Also wenn ihr es nicht seht, Kevin sitzt auf dem Dr. Pepper-Thron. Okay, unsere Idee, Kevin einen neuen Dr. Pepper-Thron zu bauen, hat nicht so wirklich gut geklappt. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, es ist so dunkel hier. Wir haben wieder massig rumgeschickt bekommen. Da wurde auch schon gut was gelootet. Alles, ah ja, Freddy hat Licht. Wir haben die neuen Flaschen von Dr. Pepper. Wir haben natürlich die Dosen Cherry, Zero, Original, Vanilla Float. Die Flaschen jetzt auch mit Cherry.
Echt? Ja. Oh, Junge. Irgendwo war Cherry, ja genau, Cherry. Geil. Und natürlich der Dr. Pepper Energy. Ist auch noch eine. Da werde ich mir jetzt auch schön einen von reinfläzen. Vielen Dank an Dr. Pebby. Nach einer kurzen Pause ging es für uns dann auch direkt ins erste von 6 Qualifikationsgames im CS 5-on-5 LAN-Turnier. Rechts, 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 hier, rein, schnell. Rein. Immer daneben, ja. Wichtig. Aua. Fisch dich. Ja! Du hast doch noch Zeit, Alter. Nein. Du das holst, ne? Ja. Lass doch noch Zeus. Ja. Du hast auch noch einen Zeus. Oh, ist das lecker. Ich trinke nochmal einen Schluck. Hallo. Man so arrogant. Schön. Bang, oben. Da ist auch noch Balls. No Balls. Oh, schön. Ja. Okay, das war ein bisschen gemein jetzt. Tut mir leid. Ich trinke noch mal einen Schluck. Das war echt frech. Ja, schon close. Oh Gott, ich bin ja voll auf und 3 da. Einer hat Lauf. Lang noch einer. Jemand plantet vor mir? Ich bin dran an den. Ja, er ist dran. Nein! Oh mein Gott. Lauf, es muss laufen, es muss laufen. No fucking way. Ich melde mich auch noch mal kurz. Wir haben gerade das erste LAN-Turnier-Game gewonnen. 13-1. Und warten jetzt, dass es weitergeht. Das zweite Game startet jetzt gleich. Wir sollen heute Abend 3 Games haben. Es wird so bis 1, 2 Uhr nachts gehen wahrscheinlich. Und wenn wir dann noch ein Gegnerteam haben, können wir es heute Abend auch noch spielen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es läuft so das Turnier, dass die Top 16 Teams aus den Top 58 sich qualifizieren. Du hast also 6 Best of One Games und dann gibt es am Ende eine Tabelle und die Top 16, also die Teams, die halt 6-0, 5-1 und 4-2 wahrscheinlich gewonnen haben, die qualifizieren sich dann für den Turnierbonbon. Schauen wir mal, jetzt geht es glaube ich gleich weiter. Erste Game war gut, zweite Game wird jetzt direkt deutlich härter, weil wir gegen Teams spielen, die auch 13-1 gewonnen haben im ersten Game. Und gerade eine sehr interessante Paarung, das Team von Franzi spielt gerade gegen das Team der Trilux Mods. Oha, da steht 5-5, holy shit. Das ist deutlich knapper, als ich dachte. Ich dachte, das Team von Franzi fährt hier total drüber. Aber Max Mark und so, die scheinen gut gegenzuhalten. Schauen wir mal, was Max da macht. Da wird gesaved. Krass, hätte ich aber nicht gedacht. Kevin macht Warm-up, Freddy ist gerade bei mir im Stream. Ich glaube, jetzt geht's endlich weiter. In unserem zweiten LAN-Match ging es dann gegen das Team Coole Kids auf Ancient weiter. Das Game war genauso eindeutig wie das erste. Wir konnten auch das hier 13-1 gewinnen, konnten hier einige unserer neu gelernten Granaten und Smokes mal üben, was ziemlich gut funktioniert hatte. Und ich habe einen neuen Wallbang-Spot für die T-Seite gefunden, bei der man die CT mit wallbangen kann. Wir haben damit zwar keinen gekillt, aber in einer Runde, wo die CTs zu 5 Mitte gerusht sind, konnte ich damit immerhin 2 Leute anhitten, was ganz geil war. Einer close. Noch einer. Geforce, Vorsicht. Oh, geile Flash. Molo in der Side. Nice. Liegt alles, ist geil. Oh, so geile Utility. Vielleicht laufen die ja extra anders. Ja. Ich versuch's mal ganz woanders. Die wissen, glaube ich. Lass ihn, er hat. Mitte Nate Stack, 3. 4. Ah, Elbow. Pushen mich durch. Elbow 3. Geht B drauf. Ich bin B drauf. Noch eine Elbow. Ja, oh mein Gott, ich hab die gehittet. Was denn? Ich hab 42 und 72 gegeben mit dem Bang. Let's go. Naschi ist oder was? Naschi ist auch nochmal ein Naschi. Ja, geil. Nice. Nehm auch nochmal einen Naschi. Ich hätte auch gerne nochmal einen Naschi. Oh, jetzt nochmal 5 Naschis im Chat. Oh, danke. Zwischen Games hatten wir dann immer wieder mal längere Pausen, da erst alle Games ausgetragen werden mussten, bevor es dann weiterging. Und die Zeit haben Fibu, Max und ich dann genutzt, um in Trackmania weiter rein zu trainieren. Und die Maps haben mir von Mal zu Mal immer besser gefallen. Im dritten Match haben wir dann gegen das Team Wave gespielt, die natürlich deutlich besser waren als die ersten beiden Gegner, da die auch 2-0 zu dem Zeitpunkt standen. Hier haben wir auf Overpass gespielt und das Game ist ein absoluter Krimi geworden. Default. Gib Entry Flash. Schieben schon fett. Wegdrehen. Bumm. Einer ist Abgang. Abgangsmore kommt. Abgang. Bank. Connector-Tür auf. Abgang hoch. 2 Abgang. Bank. Ich hab Bank. Connector down. Bank bei Abgang. Noch eine Bank. On two. Ja, Bank. Noch eine. On one. Letzter Bank. Ich spiel Bombe. Ja. Bank raus. Tanz mit dem. Ach, die Bombe ist Truck gelegt, ne? Auf Truck, ja. Schön. Nice. Oh mein Gott. Schön. Nice. Spiel Bombe. Jalla.
Die erste Halbzeit konnten wir auf der T-Seite nur 4 Runden holen, die Gegner 8 Runden auf der CT-Seite geholt. Wir mussten hier also ein riesiges Comeback hinlegen. Das war's raus. Lol. Ah, na, ist schön, Jungs. Kam der Heaven gerade, der Sausack? Ich noch 4 Runden. Let's go. Pistole, wir sind da, Alter. Let's go. Leider lief das nicht nach Plan. Die Pistole haben wir abgegeben und damit auch die Folgerunde und haben hier einem 10-4 Rückstand entgegengeschaut. War bis dahin auch absolut nicht mein Game. Ihr seht ja auf dem Scoreboard, dass ich bis dahin nur 4 Eier in der Pfanne hatte. Haben uns dann aber nochmal raffen können und haben hier eine fette Aufholjagd gestartet. Flash einmal gegen Straße. 3 mindestens Straße. Lind, das hast du. Lang. Lang dauern. Lang. Straße fängt mich. Beide da. Flash einmal Straße. Nice. Oh, Mann. Der ist am Truck vielleicht schon. Oh, ich bin so voll. Der kann Truck sein, ja. Das ist alleine. Kannst kommen lassen. Nice. Nice. Schön, komm, schön. Schön, Mann. Was? Wo gehen meine Schüsse? Mitte 1. Ich glaube, ich schließe das B aus. Ich ja, bin so das hässlich. Lang down. Hey, so mal. Let's go. Let's fucking go. Wirklich mal. Was, Mann? Ey. Ein Coach. Jetzt guckt. Okay. Kampf schon über die Schulter. Lass nochmal einen. Lass nochmal einen im Lennart. Das ist ein Coach. Ja. Da B, B, B. Ich glaube, es ist B. Ich bin ziemlich sicher B. Bombe down. Bombe down, wichtig. Jawohl! Schön. Kurz. Tschüss. Nice. Nochmal da. Enderbella. Down. Letzter Flash late. Der Mollo. Schaut mal. Yes! Richtig, schön. Geiler, wichtiger Mollo, Alter. Wichtiger Game, bitte. Komm, schöner Mollo-Fibo. Sehr geil. Der Mollo war huge. Monster down, einer. Kurz. Kurz down. Noch einer Monster. Ich flash Gitter. Lang nichts, Kevin. Alle, ich pick nochmal einer. Bin kurz noch einer. Ars ja, ruhig, Ars ruhig. Stock durch. Auf Side. Stock durch. Und hinter Side. Monster, Monster. Schurz durch. Monster, Monster. Letzter Monster. Letzter Monster. Ja! Monster. Yeah! Nice, Mann. Let's go. Auf geht's, Mann. Go jetzt, Mann. Sick. Ja, die haben easy. Super wenig Geld, oder? Steht gut, bleibt so, bitte. B ist komplett ausgeschlossen, oder was? Ja, kann was mit Con? Was mit Con? Con. Con ist zu, aber. Hörst du Con? A, schaust du mal, A kommt. Kommt, A nee, es kommt. Muss A kommen. Ich hoffe, ich brenne dich nicht ab, Fibu. Applaus. Ganz viel Blumenkasten. Vielleicht einmal Straße. Ich, müsste ich viel pieken. Nice, cool. Nice. Ich geflasht. Ja! Let's go, Mann! Ja, Mann! Let's go! Let's go! Geil, Mann. Ey, ey, ey. Wie ein Harry Potter Buch. Holy. Oh, ja. Was ein Krimi. Alter, das war ein Krampf, Alter. Die waren aber geil. Besser als deren Face-Level irgendwie. Die haben aber der Server auf dem Ja. Karte. Das war ordentlich, geil, ordentliches Spiel, also. Die gehen die Gegner auf jeden Fall, Alter. Ja, Mann, Alter, so geil. Oh. Absolut krasses Comeback von uns. Da war ich auch super stolz, dass wir das noch geholt haben. Nach dem 8-4, nee, sogar 10-4 Rückstand hier noch das 13-11 ohne Overtime geschafft. Standen damit 3-0 und hatten dann noch die Wahl, ob wir noch ein viertes Game in dieser Nacht spielen wollen oder ob wir am nächsten Morgen um 10 Uhr schon starten möchten. Die Gegner, das Team Hauptsache nicht Letzter, hatte auch Bock noch zu spielen und die Kollegen kannten wir von letztem Jahr noch, denn das Team Hauptsache nicht Letzter war das, welches uns letztes Jahr auf der Cactus Leipzig im Viertelfinale, glaube ich, war es, aus dem Turnier rausgekickt hat. Und ja, die hatten seitdem in dieser Konstellation weiter gespielt und wie ihr euch denken könnt, waren die einfach ein klein bisschen besser. Anubis haben wir gespielt. Wir haben kein Licht gesehen. 13-3 war die Schlappe, die wir da kassiert haben. Hier seht ihr nochmal ein paar Highlights davon, aber da war nichts zu machen. Und so haben wir den Tag also mit 3-1 Stats beendet. Der hat B gesteppt. Geht der weg eher, oder? Ja, ist nur gesprungen. Ich glaube, der ist mit bei mir. Das ist lächerlich, was ich wollte. Also, lächerlich. Ich stelle auch nicht. Einer Pharao. Scout-Tech. Okay, Digga. Ja. Schön. Oh, die wollen stechen, die noch. Lass dich nicht stechen. Gib kill die Konsole ein. Werf mal, du hast mal. Hör auf. So, das ist ja geil. Und die stauen sich selber. Jetzt rein und rein in die alten. Nein! Oh Gott. Ich muss stechen, viel. Ganz halt. Nein. Ja, noch ein mitgenommen. Ja, dann gibt's okay. Kein GG für stechen. Es gibt kein GG. Ehrenloses Verhalten. Wirklich, ist schrecklich. Also, okay. Die wird von uns auch gemacht sein. Halt. Ja, ist so. Ehrenlos. Lass Lisa stechen und schreien. Hätte niemand von uns gemacht. Aber damit haben wir schon vor uns. Schau mal, dafür hätten wir morgen um 10 Uhr hier aufkreuzen müssen. Oder wäre ich so den ganzen Tag gewesen, glaube ich. Ja, Fibo wäre so sauer gewesen. Das wäre das Beste, was wir hätten machen können. Ja, das ist wirklich schlimm.
Also morgen müssen wir um 11 wieder hier sein. Ja, die haben uns letztes Jahr schon gewünscht. Ein erfolgreicher Tag. Ja. LAN-Tag 1 ist zu Ende. Wir beenden das Turnier mit 3 Siegen und einer Niederlage. Wir haben am Ende nochmal verloren gegen das Team, gegen die wir letztes Jahr im Spiel um Platz 4 oder 5, glaube ich, war das dann, verloren haben. Die waren auch wieder deutlich besser, also da war nichts zu machen. Aber trotzdem, gutes Standing. Damit haben wir morgen noch 2 Games in der Qualifikationsphase. Chancen stehen ganz gut, in den Top 16 zu kommen. Jetzt machen wir zusammen oder packen zusammen zum Hotel und morgen sehen wir uns um 11 Uhr wieder. Moin, so 11 Uhr nächster Tag auf der LAN. Wir haben jetzt unser 5. von 6 Games und spielen gegen das Team, gegen das Franzis Team gerade ganz knapp in der Overtime gewonnen hat. 16-15 oder sowas. Weil ich glaube, es war sogar doppelte Overtime. Also Franzis Team konnte die schlagen. Franzis Team steht jetzt 4-0-0. Wir stehen 3-0-1 und haben ja gestern gegen dieses Monster-Team verloren. Jetzt gucken wir mal im direkten Vergleich, was wir gegen das Team machen können, gegen das Franzi knapp gewonnen hat. Wir gehen jetzt rein. Das war dann das Game gegen die Bandbreitenbanditen auf Ancient, das eigentlich ganz gut losging für uns. Wir sind 6-2 in Führung gegangen und danach gab es irgendwie so einen Switch, das gefühlt nur noch Scheiße passiert ist. Also das war für mich so gefühlt das unglücklichste Game in diesem Jahr. Ich habe gefühlt 8-mal irgendwie nur durch Smoke bekommen. Hatten richtig Scheiße am Schuh und mussten uns dann hier am Ende geschlagen geben mit 13-8 und standen damit dann nur noch 3-2 im Standing, womit wir so ein bisschen bangen mussten um unsere Top 16 Platzierung. Also war klar, im nächsten Game muss es auf jeden Fall wieder klappen und da haben wir dann Nuke gespielt gegen das Team Stay Positive. Der hat Outside geflasht, oder? Pommes gesteppt. Was Molly? Molly. Alles. Und eine Smoke. Durch. Ist das lecker? Ja, schön. Nicht Let's mal ein Hit. Schön. Und ein Naschen für Erik. Let's go! Ja. Schön, Erik, schön. Gutes Timing dabei. Sogar. Für Ninja Defuse 2 Naschis. Ninja? Ja. Ja. Erik hier bei Laune halten. Immer Blutzuckerspiegel hochhalten. Ne? Kleine Schatten? Kleine. Okay. Down. Schacht, der lacht nicht weg. 2 Schacht, glaube ich, oder? Immer noch links. Schön. Nice! Schön. On one, geht on hoch one. Jetzt vielleicht. Okay. Das Main. Ja, Mann! Nice. Ach, Fenster war nicht offen. Ach, das ist krank. Erste Flash. Pommes. Main tot. Pommes ist runter. Tür rein. Hab ich. Danke, down. Einer ist Schacht. Vor Rampe meine ich. Leg für Main. Sing on one. Ich glaube, da ist Rampe gewesen. Kommt vielleicht Schacht oder Vorraum. Mit dem Sieg auf Nuke hier sind wir mit 4 Siegen und 2 Niederlagen in die Top 16 aus 58 Teams gekommen. Outside. Ja, außen. Nice. Gut, sehr schön gespielt. Gut zusammengesetzt nochmal. GG. Und danach ging es hier weiter mit dem Turnierbaum der Top 16 Teams mit Winner und Loser Bracket. Im ersten Game der K.O. Stage haben wir dann gespielt gegen das Team No Schweiß, No Preis auf unserer Home-Map, die E-Overpass natürlich. Backside. Er wird nicht geaimt, das ist ja irre. Hinter Cube. Lebt er noch? Das ist tot. Hinter Cube. Abgang. Default down. Abgang 2. Es geht alles rein. Truck. Truck da, nice. Truck gegen einen. Abgang war der, glaube ich. Wir checken City. Umgasen. Wieder egal, ob die Bombe habe oder nicht. Wir müssen mal wieder schreien, ey. B kommt was? Was B, Gambin? Kommt. B kommt. Geflogen. Morlos. B kommt, ja. Die pushen wahrscheinlich durch Smoke, B. Ja, die sind offside. Zwei Offside. Auf Dana. Einer Lega und Monster. Lega tot. Monster 2. Ich brenne, ich muss vor. Lega ist down. 2 Monster. Nicht zu viel. Schräge. Pillar. On one. Pillar letzter. Close. Yeah! Nice! Gut! Krasse Runde, Mann, Alter. Gut. Ja. Ah, 3 Straße. Weiße. Nice. Ja, nice. Toiletten. Einer war noch. Toiletten schleicht vor mit Bombe. Der kommt jetzt zu dir, Kevin. Jawohl. Einer P. Tot. Schön. Krass, ist das. Ja, low. Deep lang. Deep shotten. Ja, let's go! Let's go! GG, nice. Mann, aus dem rausgekommen. Wir konnten hier also ein weiteres Game gewinnen. Was uns danach im Turnierbaum erwartet hat, hat uns aber nicht so sehr erfreut, denn wir mussten spielen gegen das Team Einhörner des Grauens, die letztes Jahr das Kaktus-LAN-Turnier gewinnen konnten, mit einem 2-0 gegen das Team Hauptsache nicht Letzter. Als Erinnerung nochmal, das Team Hauptsache nicht Letzter hat uns letztes Jahr 16-6 aus dem Turnier gefegt. Heute hatten wir ja auch bereits schon 13-3 gegen die verloren und die wiederum haben letztes Jahr
ein 2-0 eingeschenkt bekommen gegen das Team, gegen das wir jetzt spielen würden, Einhörner des Grauens. Was ist unsere B-Piste? B-Zaun einfach. Ich gehe Con B, ich gehe Con B. Ja. Ist das voll krank. Ich flash über Con einmal, komm jetzt. Water. Wasser wahrscheinlich. Im Underwater. Ich leg durch einfach. Heaven. Von 3. Nice, Fibo. Noch 2. CT einer. Müsst CT holen, holt CT bitte. Wir können. Ich bin allein. Kurz kommt. Der ist hoch, Erik. Springer. Zwei kurz. Beide kurz. Kurz low. Auf Seite, Muss ihn bei einer noch einer. Ja. Schön. Ja, let's go. Die haben ja nichts, Alter. Ja, die haben letztes Jahr die lange Wasser. Ja, wir haben es immerhin geschafft, die T-Pistole zu gewinnen. Halbzeit ging dann am Ende doch 8-4 für die Gegner aus. Aber wir wollten uns nicht so leicht abhängen lassen. Auch Hilfe. Geil. Kurz einer noch. Echt irgendwie so eine hässliche. Beide kurz. Flash kurz. Jetzt war Short, ich brauche Hilfe. Push den! Push so schnell ich kann. Nice. Es wurde absolut geisteskrank reingeschwitzt. Ganz, ganz viele Runden. Extrem knapp, wie ihr hier sehen könnt. Low. Unter Heaven. Was? Nein, wie geht das? Alter, wie geht's? Wie geht das nicht rein? 60 in 2. Aber wir haben es dann tatsächlich sogar zu Overtime geschafft. Ich nehme Smoke. Ah. Con ist Kevin. Du bist alleine. Bin. Nice. Jetzt. Mitte geht, Kevin. Kannst du raus? Ja. Komm raus, aber hier geht. Ist was. Was? Gib mal Lan XO. Und zurück. 5 gegen 3. Lang. 5 gegen 3. Maybe lang. Easy. Flash einmal lang. Kannst du pieken? Ja. Flash kommt. Um. Lass mal richtig Def hier machen. Zwei Schild. Links. Muss ich. Beide. Noch was? Einer hat auch Hit. Bombe. Flash einmal. Ganz hat es am Ende dann aber leider nicht gereicht. Die Overtime ging dann mit allen 4 Runden an die Gegner, was sich ja super bitter angefühlt hat, weil wir dachten eigentlich von vornherein, dass wir hier richtig umgemolken werden. Und dann schaffen wir es sogar in die Overtime gegen das Team, was letztes Jahr die LAN gewonnen hat und verlieren dann knapp. Wir waren damit noch nicht aus dem Turnier raus, denn es gab ja noch das Loser Bracket, über das man noch immer in das Grand Final am Ende kommen konnte. Aber ne, mit 2 Teams im Turnierbaum, Hauptsache nicht letzter und auch hier die Einhörner des Grauens war klar. Vielleicht schaffen wir wieder so die Top 5, Top 6, das wäre nice. Aber als nächstes stand erstmal das große Trackmania-Turnier auf dem Programm, wo Fibu, Max und ich mitgemacht haben. Da war auch wieder der Gewinner des letzten Jahres mit dabei, Kadabu, der sich die Maps vorher schon ordentlich angeguckt hatte. Wir haben dann in der Zwischenzeit doch gut Training reingesteckt und ich mach's mal knapp. Ich konnte das Turnier mit einem ganz, ganz krassen Fuller gegen Kadabu hier für mich entscheiden. Fibu hat mich dann noch eine Runde gesaved. Oh mein Gott, Fibu, du hast mich gerettet. Du Legende, Fibu. Oh. Du alte Legende, Alter. Hast ihn ja so den Arsch gerettet, Alter. Jetzt, Lenny, verwandeln. Jetzt aber auch verwandeln. Und Fibu ist am Ende sogar auch noch aufs Podium gekommen. Hat den 3. Platz hinter Kadabu gemacht. Da kriegt ihr aber auch noch mal ein separates Video zu. Wenn ihr Bock habt, lasst es mich gerne wissen. Dann lade ich euch das auch noch mal an Cut hier auf dem Kanal hoch. Ja! Let's go! Oh, das war auch so knapp, ey. Let's go. Im Anschluss dazu ging es bei uns im Lower Bracket weiter, wo wir gegen ein sehr cooles Team gestoßen sind. Und zwar gegen das Team Night Owls. Und einen der Spieler kennt ihr, denke ich, alle. Und zwar hatte der gute Tapsen hier ein Team zusammen mit seiner Freundin und ein paar Mates mit seiner Freundin, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die haben ja auch im LAN-Turnier mitgespielt. Tapsen, der wird natürlich hier nicht um sein Leben gespielt haben und der Rest in seinem Team natürlich auch nicht auf seinem Niveau. Aber ja, so war der Abstieg hier ins Lower Bracket eigentlich ganz cool, weil wir so die Gelegenheit hatten, ein Official gegen Tapsen und seine Crew zu spielen. Tapsen, bist du eingedrückt? Ja. Wir müssen schreien, oder? Rampe. Große Tür. Tapsen tot, und ihr habt's. Und Rampe. Ey, das geht dir nicht rein, Alter! Ruhe! Jawohl. Rampe letzter. Ja! Let's go! Alter, ganz kurz. Tapsen hat mich in 0,1 Sekunden weggedrückt. Meckerle außen? Der Rot. Ja, hinter Rot ist Tapsen. Tot? Nee, Tapsen. Hinter Meck ist Tapsen. Oh, dann geh ich zurück. Oh nein. Ja, Tapsen. Ich brauch Hilfe hier. Ja. Hilfe, ich hab die Bombe. Tapsen, Hilfe. Rampe down, offen. Ja, mach mal runter da. Das Tapsen. Ivo, du ekelhaft. Egal, du hast Tapsen. Du hast Tapsen und Sigurdsson. Einer hält. Junge, zwei Legenden hast du gekillt. Fibus noch outside, dauert noch ein bisschen.
Ey, Vivo, also. Ja, ich. Also, wo die fucking Bombe holen? Also, echt, echt. Ja, mach Vivo mal nicht zu heiß, sonst rückt er dich auch noch weg. Pass auf, Alter. Ich hab's in Sakar. Alter, meine. Ich bin schneller. Nein! Alles hinkommt. Ihr merkt schon, das Game haben wir ein bisschen lockerer genommen, hatten einfach unseren Spaß auf den Server, die Gegner auch, und konnten uns hier 13-6 gegen das Team Night Owls durchsetzen und sind eine Runde im Lower Bracket weitergekommen. Radio noch, Radio Fibo, jetzt du. Ja. Radio. Hey, verstanden? Ja. Geil, wir haben gewonnen, geil. wir haben gewonnen, alles also, gut. Ich hab GH geschrieben. Yo, kleines Update von mir. Wir sind nach wie vor im CS-Turnier. Wir haben gerade gegen das Team von Tapsen gespielt und gewonnen. Aber das ist natürlich nicht mit Big hier, sondern mit seiner Freundin und seinem Team. Und ich konnte gerade den ersten Platz im Trackmania-Turnier machen. Fibo hat einen dritten gemacht und mir den Arsch gerettet. Ansonsten hätte Kadabu gewonnen. Aber das heißt, wir müssen morgen hier ein bisschen früher abbauen, weil wir zur Siegerehrung müssen. Als nächstes stand das Team Amukos auf der Liste hier im Lower Bracket. Gegen die haben wir Ancient gespielt. Da sah es zwischenzeitlich gar nicht so gut aus. Wir dachten, wir fliegen hier aus dem Turnier. Auf der CT-Seite haben wir uns dann aber nochmal rankämpfen können. Ich habe mich dazu entschieden, hier diese richtig asoziale Position mit der Autosniper am A zu bespielen. Und danach war Lockdown und wir konnten das Game einfach noch drehen. Hinter der Box. Beide. Warte mal, ich komm, Donut. Ist auch raus gewesen. Zeit haben wir das? Ich weiß nicht, Big Boss oder Side? Meine Defaults. Kannst CT rein. Wer ist Big Box? Big Box. Hinter Big Box. Ich kann nicht crossen, ich hab Cross. Also, Richtung Side. Ihr habt alles. Der will irgendwo noch. Nice. Schön, Mann. Schön, sehr schön, Mann. Ich geb wieder durch die Wand, Alter. Das war geil. Super Lower B. Hab ihn, auf den Leger. Hab den von B. Helfen A. Gegen drei. Könnt langsam machen. Ich helfe A. Legen wieder. Wird wieder gelegt. Legen. Einer okay. Leger noch. Hilfe. Bin bei dir. Einer. Wir gehen lang weg. Du musst aber Side stehen, oder? Flash lang. Ja, links. Wo ist die Ecke? Down. On one. Cave wahrscheinlich. Cave oder Side. Ich kette durch. Der ist Banger. Der versucht mich zu bangen. Kette durch. Der ist Idiot. Nice. Let's go. Schön, Jungs. Mann, schön. Vor A-Step 4. Bleib noch. Ist raus. Keine Bombe, oder? Nice. Bombe, nice. Sick, on one. On one. Bin halt geil, Alter. Kämpfst du rein? Ja. Nice! Schön, Jungs. Schön gekämpft, Alter. Oh, schönes so. Comeback wieder, Mann. Let's go. Richtig. Siehst du, einmal kurz gebraucht. Let's go. Yes, sir. Ah, meine Güte. Ey. Dank diesem Sieg waren wir also schon in den Top 6 und haben dann wieder ins Lower Bracket reingeschaut und waren sehr überrascht, da ein Team zu sehen, gegen das wir schon zweimal in unserer Kaktus-Karriere antreten durften oder mussten. Wir mussten wieder ran gegen unser Nemesis. Hauptsache nicht letzter. Auf Overpass. Viel Spaß. Und hier wurde natürlich auch wieder massivst reingeschwitzt. Hier wurden Boostbots bespielt, die man sonst nur auf dem Major sieht. Vielleicht 2 kommt. Du hast Boost gesehen oder Charakter? Ja, dreimal Boost hier. Hab ihn. Schön. Aber wir konnten hier die Halbzeit 8-4 für uns entscheiden. Und danach war es wieder Fullscript gegen uns. Kevin kriegt einen Timeout im Pistolen-Retake. Ich hab 2 AP. Einer CD. Kurz. Down. Einer nice. CD, letzter CD. Schön, Kevin. CD. Yeah. Nice. Let's go! Starke die Hälfte, Mann. Geil, wenn ihr einfach die Frags macht, das ist einfach so geil. Bobby. Kurz. Mit Tornado, Thomas. 2 gegen 3. Komm zu dir, Fibo. 2 Spots. Plus schon irgendwo. Ich hab ein Standbild. CT ist einer. Nein, Brücke schon. Kevin hat Standbild. Kevin ist Kevin Timeout. Nein. Mann, wir werden verarscht. Jetzt hab ich wieder das. Kann nichts machen. Ging das mit Punkt Tech? Ja. Aber wir wären ja nicht im Schwein aimen, wenn uns sowas nicht beflügeln würde. Den Weg gut sein. Schöpfen sich gegenseitig weg. Weiß Landluchse, wichtig, was er da macht. Down. Und noch, Kevin? One. Der ist auch da oben. Jawohl. Nice. Come on. Jetzt nochmal hype mir. Yeah. Lecker. Wirft was? Fibo? Oh, du bist hier, Alter. 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ich stehe
Graffiti. Kevin, ich geb dir Smoke. Ein Korn. Ja. Ich smoke mal Smoke. Ja, smoke mal kurz. Hast. Noch einer lang. Nice. Schöner. Nice, Mann. Noch ein Monster. Nur ich. Einer Monster-Headshot. Zwei Hausmonster. Ich flash einmal Forsight. Billig Forsight. Bomb. Short, was? Dann werfen wir Smoke. Kurz raus. Onside. Noch mehr. Ja! Monster. Geh zusammen. Oder Pillar. Ja, kann close stehen. Close, ja! Ja, Mann! Go, Jungs, komm. Zeit. Digga. Sechs Schuss. Der ist noch diesen Schatten. Schön, Mann. Let's fucking go! Das war's, oder? Ja. Eieiei, geil. Oh mein Gott! Mann, wieder lang, wieder nicht umfällt, Alter. Holy, Alter. Das war krank, Alter. Ja, Mann. Wir gehen jetzt nochmal frische Luft schnappen. Wir haben das nächste Game auch noch gewonnen. Gegen Team HNL, die uns letztes Jahr aus dem Turnier gekickt haben, gegen die wir heute auch schon mal verloren haben, glaube ich, knapp in der Overtime. Da haben wir uns revanchiert. Wir sind jetzt in den Top 4. Das bedeutet, sollten wir jetzt noch ein einziges Mal mehr gewinnen, hätten wir auch die erste CS-Medaille sicher und Preise. Das wäre sick. Schauen wir mal. Aber die Gegner werden natürlich nicht leichter, aber nachdem wir so früh doch ein paar Games verloren hatten, dass wir jetzt noch immer drin sind, ist krass. So haben wir es also geschafft, gegen das Team Hauptsache nicht letzter zu gewinnen, die uns letztes Jahr und im Best of One davor komplett überradelt haben und hatten damit die Top 4 Platzierungen sicher. Die Top 3 auf der Cactus Leipzig bekommen Preise und vor allem auch eine Medaille, die natürlich sehr viel geiler ist als jeden Preis, den du bekommen kannst, wenn du sagen kannst, du hast auf einer LAN mal eine Top 3 Platzierung, ein Podium geschafft. Dazu mussten wir aber noch ein weiteres Game gewinnen und unseren nächsten Gegner kannten wir auch bereits. Das waren die Einhörner des Grauens, die die letzte Cactus Leipzig LAN gewonnen haben und uns ja ein paar Games zuvor auch 16-12 in der Overtime schlagen konnten. Gegen die mussten wir noch gewinnen, um den Traum von einem Podiumsplatz uns zu erfüllen. 20. Oh, schade, der Step, Mann. Nice try. Und wir haben, glaube ich, geschwitzt wie noch nie in unserem Leben zuvor. Wir haben seriös die Major Dreimann-Boost hier von Donk bespielt. Wir hatten komplette Outside-Executes und haben versucht, darüber die Outside-Kontrolle einzunehmen und haben es am Ende sogar geschafft, die Halbzeit für uns zu entscheiden. Wobei wir sonst mal gesagt hatten, Nuke ist eigentlich eine unserer schlechteren Maps. 7-5 war unsere Halbzeit. Und in der Pistole wurde es dann natürlich bei mir wieder richtig grob. Special mal Foresight. Nein, gib mir eins. 15. Leise. Schlüssel legen. Vor dir. Nein! Let's outside. Sprachausgabe Dialogfeld. Vorerst Sprachausgabe wird beendet. Da habe ich irgendwie so doll auf den Tisch gehämmert, dass sich die Windows Sprachausgabe aktiviert hat. Aber war kein Problem. Nächste Runde ging es weiter. Bomber. Da setzt sich der Loh. Leg A. Chill. 4 gegen 3, Jungs. Einer Seite. Der Chip, ich bin abgesmoked. Ich smoke gleich Tür ab. Wir haben kein Kit, ne? Ihr müsst ein bisschen sputen. Ich bin main gesmoked, einer ist Tür. Ich flash einmal Heaven raus. Ja. Go. Backside. Und Zeit. Noch einer? Nein. Main. Nächste Ace. Unten einer. Schön viel Bock. Chill. Ich bin hier Rampe hinter dem. Wenn der hier ist. Liegt unten an Sido, die Bombe. Ja! Let's go, Mann! Starke Runde! Oh, komm, Jungs, komm! Geile Fetzgeist! Push dich! Ja! Ich hab die Arme für dich, Leonard. Und wie sollte es anders sein, gehen die Gegner hier 12-11 in Führung und wir haben wieder eine Overtime gegen die Einhörner des Grauens. Raus, Thomas, Rush! Down! Thomas, down! Nice, one. One Tür genadet! Ja! Richtig, Mann! Let's go! A4 wieder. Immer Overtime gegen die, Alter. Das erste Match mit Overtime haben wir ja leider verloren gegen die Einhörner. Da dachte ich mir, was auf Ancient klappt vielleicht auch auf Nuke. Die Autosniper wurde einfach mal ausgepackt. Ich fällt gerade nur Mac aus. Unten genäht. Wir haben Double genäht. Ja, Double 4, ich höre Double. Ich renn von Rampe. Heißt Leonard. Wo? Noch jetzt? Rampe einer noch? West unknown. Wahrscheinlich auf Silo.
Einer links. Link unten, ja. Rampe linke Seite. Rampe da. Einmal. Kittet, jetzt ist glaube ich late außen gewesen. Nicht safe, aber ich glaube. Ein Smoke Bomb und einer kittet. Ich halte große. Bombe smoken. Einer diffen. Der kleine. Jawoll. Ja! Ja! Nice, man, let's go! Will jemand Nase? Ja, wirklich mal. Will jemand Nase? Ich brauche Hilfe, ja, ich komme. Ich halte wieder große. Pommes, glaube ich. Aber Rampe, also, Rampe, Rampe, Silo. Viel, drei Rampe. Ich habe drei gesehen. Geh runter. Ready. Main down. Rampe noch, zwei Rampe. Tür raus, noch mehr. Tür raus. Low, offside. Ja! Yeah! 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 Nice, man. Komm, let's go! Das war slow und immer brennt. Ist das krank? Ja. Let's go. Komm, eine Runde. Und jetzt nicht nachlassen. Weiter. Wir haben ja mehrere Versuche. Wollen wir einfach so ein YOLO-Ding machen? Nee, bitte. Was ist dein YOLO-Ding? Was ist der Plus, die Idee? Rampe hast einfach. Rampe hast? Ja, das klingt gut, actually. Wir haben nächste Runde genau die gleiche Chance. Ey, der Flick ist wieder der Solo-Spieler und der war außen immer. Willst du mit als Fake-Rampe Outside-Smokes? Outside-Smokes und dann Abfahrt. Kommt. Warte Fibo auf uns, dass wir schön geschlossen. Und rum. Rampe 2! Noch einer! Schön, Mann! Sorry! Komm, weit, auf geht's! Runter! 3 gegen 3, komm! Smoke, große! Ich hab keinen Smoke! Ihr habt keine Smokes, ihr müsst Aqua einnehmen! Versucht da zu legen, ich hab große! Kleine? Down! Rampe! Rampe down! Nice, on board! Schach! Ich hab große! Kommt große, glaube ich. Nee, ich seh's noch. Ich habe schon gegeben. Yeah! Ja! Let's go! Woo! Nice, man. Geil, Mann, Freddy. Halt's nicht mehr aus, Mann. Ey, Mann. Der hätte bestimmt aufgewiesen. Ich hab's nur reingebracht. Let's go, go! Fucking go! Nashis! Wir stehen wieder im Lower Bracket Grand Final. Dadurch haben wir Top 3 wieder sicher. Dieses Mal holen wir uns unsere Preise und die Medaille ab, die wir 2020 nicht bekommen haben, weil das Ergebnis falsch eingetragen wurde. Wir haben JBL Wireless Kopfhörer gewonnen und das heißt, Fimo und ich dürfen morgen zweimal auf die Mainstage uns für zwei verschiedene Spiele Medaillen abholen. Let's go! Wir haben zwei ganz, ganz krasse Teams geschlagen. Einmal HNL und die gemeinen, bösen Einhörner. Und jetzt haben wir noch ein Game gegen das Team, was heute Morgen schon mal geschlagen hat. Da haben wir noch eine Rechnung mit offen. Das Lower Bracket Final und auch das Grand Final waren ab dann Best of 3 Games. Die Gegner hatten sich für die erste Map bei Anubis eingependelt und wir haben uns für Overpass entschieden. Anubis, also Gegnerpick, ging gar nicht so gut los. Wir haben die Pistole direkt verloren und danach standen irgendwie auch wieder alle Sterne gegen uns. Mir bricht mittendrin einfach mein Mikrofonarm ab. Ich hab gar nichts. 5 gegen 4. Mein Mikrofon ist abgebrochen. Einer A-Close. Nein. Mann! Alles klar. Egal. Red einfach weiter. Ja. Und als wir uns danach wieder ein bisschen rangekämpft hatten, hat Freddy zum Start der Runde einfach einen Timeout und fliegt vom Server. Also da hat auch wieder alles gegen uns gespielt. Ja. Freddy ist aus dem Spiel geflogen. Ist das low, Alter? Mann. Wir sind aber auch arschgefickt. Was B, lass schnell B. Ich glaube nicht, dass das am Ende einen Unterschied gemacht hätte, denn die Gegner waren hier klar besser auf Anubis, aber es wäre zumindest deutlich knapper geworden. Und vielleicht mit ein bisschen mehr Momentum wäre da auch was gegangen. So verlieren wir aber sehr eindeutig den Gegner-Pick Anubis und hatten dann unseren Map-Pick und die Map, wo wir vielleicht am besten bisher im Turnier aussahen, Overpass, um hier einen 3-Mapper zu forcen. Auf Overpass konnten wir direkt die Pistolenrunde für uns entscheiden und ich hatte hier, glaube ich, eine der krassesten Counter-Strike-Szenen, die ich in den letzten 16.000 Stunden hier on-stream gespielt habe. Schaut euch das Play mal von mir an, bitte. Fibo, boost mich mal bitte schnell helfen. CT kommt. Kurz. Und schnell, Fibo. Pick am Pillar. Nicht heaven picken. CT, Short raus. Heaven, nein. Kurz. Heaven.
Bitte komm jemand auf meinen Platz. Ich halte einen Arsch hin. Ihr könnt mich in den Arsch ficken. Alle, jeder auf LAN fickt mich in den Arsch. Ich muss. Mach dein Mic schon wieder kaputt. Nein. Was da gerade auf Heaven passiert ist, ich verdiene den Tod heute Nacht noch. Ich hoffe, unter Wäsche ist. In-game. Nee, auch nur live. Das ganze Game war dann ein extrem krasser Schlagabtausch. Auf unserer Seite waren gute Plays da, auf der Gegnerseite waren gute Plays da. Und wie sollte es anders sein? Es ging natürlich mal wieder in die Overtime 12-12 und danach sogar in die doppelte Overtime nach einem 15-15. Und schlussendlich mussten wir uns dann leider hier geschlagen geben gegen das Team Bandbreitenbanditen. Waren heute einfach besser, aber nichtsdestotrotz, wir sind super happy mit einem dritten Platz hier auf der Cactus Leipzig 2024. Was bedeutete, nicht nur Fimo und ich dürfen am nächsten Tag auf die Bühne, um uns unsere Preise für das Trackmania-Turnier abzuholen. Ganz Team Schweine-Aim darf zum allerersten Mal auf die Cactus Leipzig-Bühne, um den dritten Platz zu zelebrieren und um sich Preise abzuholen. 10 Uhr morgens, letzter Tag Cactus Leipzig 2024. Hier wird teils schon abgebaut. Wir streamen jetzt aber nochmal 3-4 Stunden, bevor wir dann zur Messe nochmal rübergehen. Da gibt es nochmal ein Meet und Greet am Stand von ProPets. Mal schauen, wie viele wir von euch da noch treffen. Und natürlich um 14 Uhr die Siegerehrung, wo wir auch zweimal hoffentlich auf die Bühne gerufen werden. Kevin macht gerade Setup ready, ich bin schon fertig. Und hier und da sieht man schon die ersten Leute, die hier abbauen. Ab 14 Uhr geht hier das Licht an. Man dürfte zwar bis 16 Uhr da sein, aber 14 Uhr Licht an ist dann meistens so der Call. Okay, fangt mal an abzubauen. Ne, und dann ja, haben wir ja sonst auch mal aufgehört, weil das dann nicht mehr so LAN-Feeling ist, wenn hinter dir die ganze Zeit nur rumgerumpelt ist, weil alle abbauen. Aber 4 Stunden haben wir noch, die nutzen wir jetzt noch, spielen noch ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder auf der Messe. Hier gibt es nochmal eine kleine Signing-Session. Ich hatte ja gesagt, dass die Gewinner unserer HLTV Fantasy League auch nochmal ein Pad gewinnen, was wir hier vor Ort unterschreiben. Da zaubert Kevin gerade drauf. Jetzt gehen wir hier einmal Reihe um. Und ein paar davon werden dann auch in Zukunft nochmal verlost werden. Aber wir sind jetzt ganz aufgeregt. Wir werden gleich auf die Bühne gerufen. Kevin, wir dürfen auf die Bühne. Gott. Zum ersten Mal. Oh mein Gott! Franzi wird das für euch filmen. Ich traue mich nicht, auf der Bühne zu bloggen. Oder? Soll ich so auf die Bühne? Weiter geht's mit einem wunderbaren Rennspiel. Und zwar geht's um Trackmania. Und da starten wir mit dem dritten Platz. Illuminatu, herzlichen Glückwunsch. Der zweite Platz bei Trackmania hat gemacht Kadabu. Da kommt der Stolz auf die Bühne. Und den ersten Platz in Trackmania hat gemacht Trillux. Herzlichen Glückwunsch. Alle drei bekommen natürlich ein Headset von Biodynamic. Dort der dritte Platz, nochmal Applaus für Illuminatu. Dann natürlich auch für den zweiten Platz nochmal Applaus Kadabu. Und für den ersten Platz Trillux, herzlichen Glückwunsch! Jetzt kommen wir zum Counter-Strike 2 Tournament. Platz Nummer 3, ich bitte auf die Bühne, Team Schweine-Aim. Platz Nummer 2, die Bandbreiten-Banditen. Und Platz Nummer 1, die Legenden-Lobby. Platz Nummer 3, Team Schweine-Aim, 5-mal die JBL Quantum TWS Headsets bekommt ihr. Und hier habt ihr nochmal den Moment, wo wir unsere allerersten, zumindest auf der Bühne entgegengenommenen, E-Sport-Medaillen bekommen haben für den dritten Platz auf der Cactus Leipzig. Und das war schon ein echt geiles Gefühl, weil es ist immerhin schon 7 oder 8 Jahre her, dass wir hier das allererste Mal im LAN-Turnier angetreten haben. Und das war das erste Mal, dass wir hier auf der Bühne geehrt wurden mit dem dritten Platz. Das war schon geil. Das fühlt sich sogar richtig gut an. Aber es war doch erfolgreich. Wir haben eine Bronzemedaille bekommen für den dritten Platz beim CS-Turnier. Für die Fun-Turniere beim Trackmania-Turnier gab es leider keine Medaille, aber da werde ich mich mal drum kümmern, dass ich irgendwie für Fibo und mich noch eine machen lasse.
ein bisschen was abgesahnt haben wir auch. Habe ich euch ja, glaube ich, gerade auch gefilmt, sonst blende ich es hier nochmal ein. Jetzt machen wir zum Abschluss hier noch eine kleine Session. Ich hoffe, das Ganze hat euch hier gefallen. Nächstes Jahr sind wir natürlich auch wieder da. Vielen Dank auch an NixMG, an die Cactus, dass wir wieder eingeladen wurden, hier bei der LAN wieder mitzumischen. War super geil. Und wir sind platt. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Later. Trying to aim, failing here and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are Team Schweine aim. Schweine.